Hallo Thomas, ganz lieben Dank, dass du Zeit für uns hattest. Du bist der Triathlet. Ich wollte dich mal fragen, wie viele Stunden trainierst du eigentlich so pro Woche? Ja, schon sehr umfangreich jetzt. Ich trainiere bis zu 25 Stunden die Woche. Und ja, das ist eine große Belastung auf den Körper. 25 Stunden ununterbrochen Sport im Prinzip die Woche. Das ist eine enorme Belastung. Wie schaffst du dich da wieder zu erholen nach solchen Trainingseinheiten? Ja, für die Erholung unterstützt mich jetzt wirklich in letzter Zeit auch das Achi Plus. Habe ich sehr gute Erfolge damit erzielt. Ich merke wirklich, dass ich mehr Einheiten am Tag absolvieren kann. Ja. Das ist ja ganz wichtig. Also je kürzer diese Trainingsintervalle sind, umso besser hilft dir das anschließend auch im Wettkampf, richtig? Genau, dieses im Prinzip, je mehr ich mich belasten kann, so je mehr Trainingsumfängen komme ich und damit kann ich auch meine Leistung immer mehr steigern. Ah, super. Du hast eine enorme Belastung für den gesamten Körper. Was machst du noch so, um dich vorzubereiten und Um mich gesamt zu schützen, nehme ich auch das zum Beispiel Forever Freedom, DHA-Kapseln, dann Omega-3-Fettsäuren zu mir und das merke ich einfach auch, dass wirklich ein Schutz für meinen Körper entsteht Wie dadurch. lange machst du diesen Sport jetzt schon? 6 Jahre ist jetzt schon ernsthaft daran. Ich komme ursprünglich vom Motorsport und die zweite Sportkarriere im Triathlonsport. Was ist dein größter Stolz? Was hast du schon erreicht so als Höhepunkt deiner Karriere? Ja, ich würde sagen, also Hawaii ist natürlich für jeden Triathlon irgendwie ein Lebensziel. Da war ich jetzt letztes Jahr schon und war ein sehr perfekter Wettkampf. Bin dort Vize-Weltmeister geworden und war ideal. Okay, super. Wie lange willst du das noch machen, diesen Sport? 30 Jahre. Also ich hoffe, dass ich ihn so lange ausüben kann, wie er mir Spaß macht. Okay, wir wünschen dir alles, alles Gute dabei und viel, viel Kraft dabei. Ganz lieben Dank für Danke, die danke. Zeit. Danke. Danke.